Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Cyberpunk 2077. Oh mein Gott, schnell ist das Auto gekommen. Ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Ab in unser Auto. Raum ad absurdum führt. Ein Ort, wo alles möglich ist, solange man sich die Hände richtig dreckig macht. Natürlich Polizei. Andere sehen darin eine Achtung, wir haben Unruhen in Haywood. Wir kämpfen wieder auf. Okay, sind auf dem Weg. Das aufregenderes Las Vegas werden sollte, ist jetzt das Zuhause des Mordes. Hey, da haben wir es. Wieder eine Giorno-Leiche mehr. Die Screamsheets behaupten was von Stress auf Arbeit. Aber ihre Familie ist anderer Meinung. Meinst du, du könntest der Sache auf den Grund gehen? Infos anbei. Etwas ist faul in der Stadt der Träume. Eine Reihe von Selbstmorden, eine Welle von selbstzerstörerischem Verhalten. Diese Seuche trifft vor allem Politiker, Konzerne, sondern Journalisten und Polizisten. Das letzte Opfer war Zola Barnes, eine Journalistin, die auf die Schienen der Memorial Park Station gestürzt ist. Offiziell wurde ihr Tod als Suizid eingestuft, doch Barnes Eltern sagen, dass ihre Tochter dort einen Informanten treffen wollte und versichern, dass sie niemals Selbstmord begangen hätte. Ich weiß, das sagen alle Eltern von ihren Kindern. Anscheinend gibt es noch kein klares Urteil. Niemand weiß genau, was passiert ist, weil die Aufnahmen der Überwachungskameras alle vollständig gelöscht wurden. Barnes Eltern haben die Zeugen ausfindig gemacht, aber sie wollten nicht reden. Noch relevanter, Militech hat großes Interesse an der ganzen Angelegenheit gezeigt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Begib dich zur Station, hacke die Server und lade alle verfügbaren CCTV-Dateien herunter. Meine Code-Koryphäen werden dann versuchen, die gelöschten Aufnahmen wiederherzustellen. PS, übrigens saß Solau zu dem Zeitpunkt an einer Story über Brad Norwood, ein Militech-Fan im Stadtrat von Night City. Sieht leider so aus, als ob die Story niemals veröffentlicht wird. PPS, transferiere dir Militech-Autorisierung, damit du in die Station kommst. Aufgrund des jüngsten Vorfalls bei dem Sicherheitspersonal von Militech. Verdammt! Okay. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Keine Ahnung. Ach, er hat kein Recht zu leben! Das war so nicht geplant. Ausrufe zur Angebotsanholung. Fertigstellung der N-Card, Station Pacifica. Der Stadtrat von Night City erlässt eine öffentliche Angebotsanholung für die Fertigstellung der N-Card Station C11 Pacifica. Das Angebot sollte aus zwei Teilen bestehen, mit einer Erstellung der Bewertungskriterien zur folgenden Einteilung. Anteilen. Kosten für die Vertragserfüllung, vorläufige Projektbewertung, Architekturentwurf 1%. Vorläufige Projektbewertung, voraussichtlich verwendete Technologie 4%. Projektabschluss hat innerhalb von 240 Tagen, aber Unterzeichnung des Vertrags zu erfolgen. Einzelne Frist bei Angebot ist der 18.07.2078 um 23 Uhr PST. Ich hab das doch ausgemacht. Ich hab doch gerade die Kameras ausgemacht. Arbeit war das nicht. Ich hätte es gerne Stealth gemacht, aber naja. Dinge passieren manchmal. Ungeplante Dinge. Zum nächsten Auftrag.
Es gibt da einen Kerl, der weg muss. Hat mal als Söldner gearbeitet, also Vorsicht. Aber die Eddies sind's wert. Mehr Infos findest du im Mannheim. Bin gespannt, was du machst. Danke. Ich mach's kurz. Es geht um Jack Mauser, NCs beklopptesten Söldner. Mauser ist bei einem Job für mich kurz und zu weit gegangen. Viel, viel zu weit. Er sollte nur ein paar Splitter aus einem Zitadeck-Transport mitgehen lassen, still und heimlich. Pah, nix da heimlich. Der Psycho hat jede verdammte Wache umgebracht, den Fahrer geköpft und den Truck gesprengt. Der Konzern ist tierisch angepisst und sucht nach dem Wichser, der dafür verantwortlich ist, was natürlich auf mich zurückfallen könnte. Vielleicht kann ich mich aus der Schlinge ziehen, wenn du ihm Jacks Kopf auf ein Silbertablett servierst. Ihm gehört ein schäbiger Club Downtown namens Seventh Hell. Ich habe das Gefühl, dass er sich da verschanzen will, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ich will, dass du da aufkreuzt und dem durchgeknallten Drecksack ein Ende bereitest. Am besten ohne groß Aufsehen zu erregen, kapiert? Sehr gut. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Hey, glaubst du, Schmeißfliegen wie du kommen hier gratis rein? Hör mir zu, Chum. Ich suche in NCs besten Clubs nach Frischfleisch für Ex-BDs. Frauen und Männer, die keine Angst haben, für ein paar schnelle Eddies ein bisschen Haut zu zeigen, klar? Kein Interesse. Ah, nicht zu voreilig. Für jeden Schauspieler, den ich mitnehme, kriegst du 10%. Sichere Eddies, null Risiko. Was ist? Bist du dabei oder nicht? Okay, von mir aus. Geh rein. Heilige Scheiße. Hörst du das? Hörst du, was die da spielen? Geschmäcker sind verschieden. Das sagen nur Leute mit schlechtem Geschmack. Weiß ja nicht, warum er es verdient hat, abzutreten, aber sein Musikgeschmack reicht mir schon als Grund. Wie läuft's? Die Musik hier ist scheiße. Ah, ich mag's. Der Beat hält mich wach. Ich will mit deinem Chef reden. Ist er da? Oh, da hast du Pech. Er redet nicht gern mit Leuten. Mir egal, ob er gerne redet. Ich hab gefragt, ob er da ist. Ja, er ist oben im VIP-Bereich, aber erwarte keine freundliche Begrüßung. Pass doch auf, Mann! Hey, was wird das? VIP heißt für VIPs. Ich kenne den Boss. Sind Chums. Der Boss kennt eine Menge Leute. Und keiner von denen ist sein Chumba. Aber... Boss hat gesagt, niemanden reinlassen. Will allein sein. Abmarsch jetzt. Bist du rundum zufrieden mit deinem Leben? Lass mich raten. Packige Soja-Chips, rostiges Leitungswasser und schon wieder ein grausiger Mord vor deinem Schlafzimmerfenster. Er ist ja ganz alleine. Ist ja Lügner. Nur VIPs. Zieh Leine oder es passiert was. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, dass sie uns einfach sofort erkennen. Ich schlag dich zu Brei! Toll. Ganz großes Kino. Ah.
Ihre Namen klingen wie die von Superheldinnen und ihre Markenimage explodiert uns von Bildschirm und Bühnen direkt ins Gesicht. Us Cracks sind eine Band, die perfekt in den Wahnsinn unserer Zeit passt. Wer in dieser Welt auffallen will, muss größer, greller und lauter sein als alle anderen. Und das wissen die Damen ganz genau. Sie sind zu einem weltweiten Pop-Phänomen geworden. Der Aufstieg von Us Cracks, ein Meisterwerk in Sachen Marketing, begann im Osten, von wo es rasant wie ein Neon-Typhoon ganz Asien überschwemmte und Europa gleich mitnahm. Nur sind die chromglitzernden Mädels drauf und dran, auch Amerika zu erobern. Werden auch wir ihre wilden Niedlichkeit und den brutalen Charme erliegen? Kein Zweifel, sie haben es sowohl auf unsere Herzen als auch unsere Geldbörsen abgesehen. Purple Force und ihre Kawaii-Kohorte wollten ein Stück der amerikanischen Seele einfangen, unsere einzigartige Kombination aus Rebellentum und Sentimentalität. Deshalb ist die Promo-Single der Amerika-Tour auch ein Cover von Carol Eurodyne's Hit User-Friendly. Während das Publikum damit ausgesprochen zufrieden sein dürfte, wirft die Entscheidung die ein oder andere Frage auf. Könnte es sein, dass Us Cracks sich dem amerikanischen Publikum als nutzerfreundlich präsentieren wollen? Oder wollen sie sich vielmehr über die amerikanische Konsumenten lustig machen? Wie auch immer der wahre Grund lautet, die interessante Frage ist doch, wie Eurodyne selbst auf diese Kultur- und Generationsbrücke reagiert, vor der er plötzlich steht. Bisher verweigert der Rockerboy jeglichen Kommentar und ich glaube, wir wissen, was das heißt. Carrie und die Damen von Us Cracks haben doch ein Ass im Ärmel. Oh, halt doch's Maul, verpiss dich. Ich bin gerade ein bisschen genervt davon, dass man das hier nicht, dass das jetzt einfach so, dass die einfach eskaliert sind, weil ich hier versucht habe, gerade einen anderen Weg zu suchen. Ich wette, von hier kann man die VIP-Lounge, oder was? Ne, zur Straße, schade. Wäre ein anderer Eingang oder gewesen, oder ist es ein Ausgang oder so, keine Ahnung. Ach, halt's Maul. Wo kommen die eigentlich alle her? Hier waren gar nicht so viele Gegner vorhin. Die sind alle gespawnt, glaube ich. Das ist nicht gut. Ja. Warum ist da eine Quest? Das nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Deswegen bin ich gerade auch ein bisschen genervt. The Voice of the Machine. Wilson, lange nicht geredet. Die Sache ist die, war auf meinem letzten Job ein wenig zu enthusiastisch und hab so echt mit vielen Leuten verschissen. Hab ich gehört. Ich brauche was Großes, falls irgendwer auf dumme Ideen kommt, wenn du verstehst. Hast du ein MK31 oder eine SOA22 rumliegen? Falls ja, nehme ich sie. Mir egal, ob sie gebraucht ist. Und solange sie tut, was sie soll, kann ich... Ich kann bezahlen, keine Sorge. Ich will auf Nummer sicher gehen, okay? Ich guck mal. Ganz schlechtes Omen. Mann, Mann, Mann. Willkommen in der Oberliga, wie? Du zählst zu meinem besten Söldner, also kriegst du auch die besten Aufträge von meinem besten Klienten. Danke für all die gute Arbeit bisher. Hell. Boah. Ein paar Nomaden wollten in meinem Bezirk Geschäfte machen. Aber die Valentinus hatte was dagegen. Also kamen die Nomaden zu mir.
Besser spät als nie. Jetzt kannst du ihnen helfen, die Sache zu klären. Details anbei. Ein paar Nomaden hatten beschlossen, in der City Nebengeschäfte abzuwickeln und wollten den Valentinos einen geklauten Militech-Geländewagen abkaufen. Das Ganze lief in meinem Territorium ab, aber leider haben die Nomaden vergessen, mich um Hilfe zu bitten, weil sie sich die Fixerkosten sparen wollten. Die Valentinos haben sich die Alice gekrallt, die Köpfe ihrer Käufer gegen die Bordsteinkante geknallt und ihnen gesagt, dass sie sich verpissen sollen. Die Nomaden wollen nur, wofür sie bezahlt haben. Diesmal auf die korrekte Tour, über einen Fixer. Eine von ihnen, Dakota, hat mich angerufen und ich habe ihr versprochen zu helfen. Der Wagen ist in der Werkstatt der Valentinos in Vail Springs gelandet. Du musst ihn zurückholen. Rache an den Valentinos gehört nicht zum Auftrag. Die überlässt du mir. Also nur Auto rausholen. Bitte, Buto. Wie erkennt er mich? Ich habe die Kamera deaktiviert. Fuck yeah! Fuck yeah! Fuck das Arschloch! Solo Valentino! Ich hasse das, die das. Das funktioniert überhaupt nicht. Also mit Hex wird es vermutlich besser gehen, aber. Manchmal funktioniert mein Stealth halt nicht. Und ich habe nur die Möglichkeit, über Sande Vistanas zu machen. Es gibt keine andere Möglichkeit für mich, Stealth zu machen. Er hat entweder das oder Quick Hacks. Eins von beiden. Es gibt nur eins. Nicht beides. Teufel sollte das? Ein Solo, der mit den Valentinos tauscht? Ich war nicht allein. Also, was ist passiert? Was schon? Die Wichser haben uns eine Falle gestellt. Scheiß Tinos. Und das überrascht dich? Ist doch egal. Ich bin weg. Scheiß auf diese Stadt. Sehr gut, V. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Die Nomaden sind sehr dankbar. Auftrag erledigt. So. Bam, 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 badadam, badadam. Mach einfach mal wieder anderes Radio an. Zur Abwechslung. Meine Tochter des Herrn muss dringend Buße tun für ihre Sünden. Ich brauche jemanden, der ihren Weg ins Himmelreich etwas beschleunigt. Details anbei. Ein Mädchen ist kürzlich in The Glen umgekommen. Ihr Name war Rosita. Ich kannte sie, 17 Jahre alt, immer ein Lächeln auf den Lippen, ist beim Überqueren der Straße überfahren worden, hab die CCTV-Aufnahmen gesehen. Ihr wurden die Beine förmlich vom Körper gerissen. Wäre sie früher in die Notaufnahme gebracht worden, hätte sie vielleicht eine Chance gehabt. Wer weiß, aber es war mitten in der Nacht. Die Straßen waren leer und die dreckige Sau hat Fahrerflucht begangen. Das MCPD hat die Schuldige ausfindig gemacht. Heißt Tucker Albach. Vizedirektorin für irgendwas bei Kiroshi. Ihre Versicherung kommt für fahrlässige Tötung auf, also hat sie vor der Polizei nichts zu befürchten. Nur ihre Versicherungskosten sind ein wenig gestiegen. Und das soll als Bestrafung reichen? Nur über meine Leiche. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Rosita verdient es, dass man Taka ihrer gerechten Strafe zuführt. Und es liegt an dir, den Abzug zu drücken. Ich werde mal nachdenken. Ich bin der Racheengel, ich bin hier, um Rache zu bringen. Oh.
Easy. Sehr geehrte Miss Albach, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir die von Ihnen bestellten Schränke nicht pünktlich fertigstellen können. Unser Lackierer wurde gestern angeschossen und befindet sich im Krankenhaus. Er wird frühestens in einer Woche die Arbeit wieder aufnehmen können. Ich hoffe, dass Ihnen dies keine allzu großen Umstände bereitet. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Rain Malinsky. Doch, ehrlich gesagt bereitet mir das ziemlich Umstände. Laut unserem Vertrag, Artikel 5, Paragraph 6, Sek 3, habe ich das Recht, Ihnen bei verspäteter Lieferung für jeden Tag eine Vertragsstrafe zu berechnen. Glauben Sie bloß nicht, dass ich davon keinen Gebrauch machen werde. Auf diese überdramatische Geschichte mit Ihrem Lackierer falle ich nun wirklich nicht rein. Dann stellen Sie halt einen anderen ein. Ist mir doch egal. T.A. Tucker, du wirst morgen einen Brief von der Personalabteilung erhalten mit einer Lawine von selbstgefälligen Konzernblabla. Du kennst mich ja, ich stehe nicht auf dieses Scheißgelaber. Deshalb sage ich dir jetzt klipp und klar, was Sache ist. Ich schmeiße dich aus dem Vorstand raus. Du bist ab sofort nur noch Expert-Manager. Dadurch verlierst du deine Security, deine Traumateam-Platinum-Mitgliedschaft, deine Firmenwohnung etc. Wenn das noch einer Bestrafung klingt, gut, das soll es auch. Vielleicht lernst du dann was. Natürlich geht es mir nicht um dieses Mädchen, die ist mir scheißegal. Es geht darum, dass du sowas saublödes gemacht hast, alleine und besoffen mit wichtigen Dokumenten im Kofferraum durch die Gegend fahren. Das hätte schlimme Folgen für den Konzern haben können. Extrem schlimme. Ich sollte dich eigentlich feuern. Scheiße. Ich sollte dich vom Erdboden verschwinden lassen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich fast denken, dass du lebensmüde bist. Aber ich habe mich entschieden, dir noch eine Chance zu geben. Reiß dich zusammen und sorg dafür, dass ich das nicht bereue. Jacob Lane, Geschäftsführer Kirosh Optics. Hey Tucker, ich wollte mich noch mal kurz bei dir bedanken. Weil du so einen Scheiß gebaut hast, bin ich jetzt das neueste Vorstandsmitglied. Ist doch witzig, oder? 8 Jahre lang hast du mich sabotiert, mich gedemütigt, mich verarscht. Und jetzt verdanke ich dir meine Beförderung. Ich kann mich echt nicht oft genug bei dir bedanken. Ich werde bei der nächsten Vorstandssitzung auf dein Wohl trinken. Hunter McPherson. Ich habe Ihre Nachricht an die Polizei weitergeleitet. Ich hoffe, die erteilen Ihnen eine Lektion. Stefan Hirsch, Assistent Tucker Albers Büro. Sehr geehrte Mrs. Albach, um Ihre Frage zu beantworten, nein, im Falle eines Angriffs auf Ihrem Grundstück wird keine zusätzliche Verstärkung geschickt. Ihre Versicherungspolice umfasst leider nicht den sofortigen Einsatz. Diese Dienstleistung ist Mitgliedern des Vorstands vorbehalten. Sollten Sie eine Verbesserung Ihres Sicherheitspakets in Erwägung ziehen, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit für ein Beratungsgespräch zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Asif Mohammadi Asikuro Limited. Und wir haben noch 2 Splitter bekommen. Hey, hab gehört, was passiert ist. Tut mir echt verdammt leid. Echt beschissene Aktion, aber ich kenn dich. Du kämpfst dich wieder hoch und zeigst denen, was du drauf hast. Danke für die aufbauenden Worte. Immer doch. Gib nicht auf, Kleine. Das werde ich nie. Das hört man gern. Mein Name ist Marlon Fuscino. Du kennst mich nicht. Leute wie du und ich laufen einander selten über den Weg, denn du arbeitest in der oberen Etage irgendeines Wolkenkratzers, während ich unten den Müll von der Straße sammle. Und begegnen wir uns doch, endet es meist tragisch. Vor 2 Wochen hast du eine junge Frau angefahren. Es war spät und dunkel und niemand hat etwas gesehen. Hättest du angehalten, um den Notarzt zu rufen, wäre sie vielleicht noch am Leben, aber du musstest bestimmt zu einem wichtigen Meeting mit Cocktails. Deshalb ist das Mädchen am Straßenrand verblutet. Ihr Name war Rosita und sie war meine Tochter. Du hast dafür gesorgt, dass ich sie begraben muss. Seit dem Tag ihrer Geburt habe ich jeden Annie für ihre Ausbildung beiseite gelegt. Aber keine Sorge, das Geld wird nicht verschwendet. Es kommt einem guten Zweck zugute, denn damit bezahle ich den Auftragsmörder, der dir ein Loch in deinen arroganten Schädel jagen wird. Marlon Fuscino. Es gibt ein Problem. Du hast gehört, was passiert ist. Die Pendejos von der Sixth. Was ist mit denen? Finde sie und danke ihnen für mich. Ich bezahle gut. Warum fragst du mich? Kann meine Leute nicht da reinziehen? Hab gehört, du hattest früher ein Talent fürs Bedanken. Ist doch so, oder? Stimmt schon, früher mal. Du willst pokern? Gut, doppelte Bezahlung. 2x0 ist immer noch 0. Du willst so einen Privatkrieg mit Sixth Street? Du hast den Falschen gefragt. Maria Jimenez Buch, das Ende der Untergang des Erdenwelt, wird ab morgen überall im Handel erhältlich sein. Ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Schnell genug, diesmal nicht. Nicht kühn genug oder geschickt. In Kabeln verworren wie ein Nest wilder Vipern. Bin ich gefallen, wurde ich gestoßen. Verkümmernd, verschwindend, wäre ich bloß bei dir. Nun angekettet, schreiend, der rastlose Schwarm tobt in blasser Wut in meinen Ohren. Nein, in die Erde sinke ich hinab, mein Leben ein süßer Dorn in meiner Kehle. Eine kalte Flamme brennt bis zum Ende. Welch Gedanke, ein kauernder Kümmerling, so wanke ich gegen Morgengrauen. Die alte Sicherheit der Jugend gefällt und aus ihrem knorrigen Stamm taumeln Erinnerungen, Stunden unserer erbarmungslosen Ringens, bitterlichen, kraftvoller Umarmung verschlungen. Bei dir wünschte ich und so gehe ich nun einen endlosen Pfad hinab durch Traumwälder und das eisblasse Delirium des Verlangens eilt in zittrig zögerlichen Sand durch den Nebel deines schimmernden Schattens. Einmal mehr umringt mich der Sturm, wiegt sich mit dir, so wie zartes Gras vertrocknet, doch der Glasstaub steigt unerbitterlich.
Unterwäsche. Ja, die Gute hat sich gut gehen lassen hier, wa? Das sind die gleichen E-Mails. Ah, schicke Wohnung hat es auf jeden Fall. Aber wenn ihre Unterwäsche da liegt, heißt das, dass sie keine anhatte? Meine Witze. Dienstplan. 9 Uhr, Umgebung kontrollieren. 9.30 Uhr, Zimmer nach Wanzen etc. durchsuchen. 10 Uhr, Einweisung zur Subnet-Inspektion. 11 Uhr, Autoüberprüfung nach Wanzen etc. untersuchen. 12 Uhr, Test der Alarmanlage. 13 Uhr, Pause. 14 Uhr, Umgebung kontrollieren. 15 Uhr, Videoaufnahmen vom Vortrag ansehen. 17 Uhr, technische Systeme überprüfen. Hydraulik, Elektronik, Mainframe. 18 Uhr, Pause. 20 Uhr, Patrouille. 4 Uhr, Pause. Wenn eine Flucht unmöglich gemacht wurde. Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er ging hinab gen Askalon und schlug 30 Mann. Und Taka Albach. Gut gemacht, wie. Blutig, aber effizient. Auftrag erledigt. Ja, das hoffe ich doch. Jetzt kommt der letzte Auftrag noch, ne? Kommt der SMS mit dem Freischalten des letzten Auftrags. Vom Padre. Eins solltest du wissen, wie. Ich nehme gute Arbeit nicht als selbstverständlich hin. Du hast die Top-Aufträge, die ich dir geben werde, mehr als verdient. Denk nur daran, dass du oben angekommen bist. Das bedeutet, Fehler sind nicht mehr erlaubt. Du hast es geschafft, wie. Enttäusch mich nicht. Ja, er hat ja nur noch einen Auftrag, oder nicht? Ja. Übrigens haben wir sehr viele SMS. So, ich habe dir Daten. Trüdel nicht. Beweg deinen Arsch da raus. Du kannst deinen Bonus abholen. Ich muss dich noch um meinen letzten Gefallen bitten. Vergessen wir, dass das jemals passiert ist. In Ordnung, Auftrag erledigt. Das waren die ganzen Dispatches. Daten erhalten, danke. Wie, ich habe einen Auftrag für dich. Was ganz Großes. Treffen am Damm in Santo Domingo. Fast hätte ich es vergessen. Die anderen Lieferungen können erstmal warten. Das hier geht vor. Bin gleich da. Daten sind angekommen. Danke. Mach dich aus dem Staub. Der Fahrer wartet. Bring Lucy zum Auto. Habe ich auch gemacht. Hast du Interesse an noch mehr Arbeit? Hab einen Kunden, der jemanden loswerden will. Sein Name ist Bill Jablonski. Der wartet in einem Auto an der Ecke Sixth und Brandon. Das höre ich gern. Bis dann. Habe ich jetzt einen Auftrag von ihm noch? Aber El Capitan habe ich doch alles erledigt, oder nicht, für den? Ist ja bestimmt ein Nebenauftrag, den ich jetzt habe, ne? Nehme ich mal an. Keine Ahnung. Nebenquest machen wir erst später. Also bald. Wir sind ja bald durch. Hä? Wir haben es ja bald geschafft. Wir haben gleich wieder zwei Fixer erledigt. Sie irgendein Junkie, der nicht weiß, was sie wert sind. Wäre doch ein Jammer, die Dinger zu verschwenden. Anbei findest du alle Infos. Das hier ist kein gewöhnlicher Auftrag. Diesmal bin ich der Klient. Kennst du das Megagebäude H1 in The Glen? Ist wie eine Stadt in einer Stadt. Ein bröckeliger Turm aus Beton und schlechter Verkabelung. Dass es noch nicht eingeschützt ist, ist einem Typen namens El Gallo zu verdanken. War ein verdammt guter Techie. Richtig gelesen. War. Die übliche Leier. El Gallo hat ein übles Drogenproblem, hat sich der Realität entzogen und haut sich den synthetischen Scheiß rein wie Kaugummi. Kannst dir wohl denken, dass er so schnell keine quietschenden Türen mehr ölt. Irgendwie hat er sich eingeredet, dass er mit Scandium-Stäben alles wieder in Ordnung bringen kann, also hat er welche aus seinem Konzernlager mitgehen lassen. Die Stäbe sind selten, selten und verdammt teuer. Es wäre eine Schande, wenn sie einfach von einem Junkie verscherbelt werden. Geh zum Megagebäude H1, der Zugangscode ist schon geregelt, und nimm El Gallo die Stäbe ab, bevor es dazu kommt. Wie genau du das anstellst, ist mir egal. Okay. An
deiner Stelle würde ich da nicht rein. Gallo ist durchgeknallt, verstehst du? Aha. Was willst du? Antworte gefälligst, wenn ich was frage. Ruhig. Lass uns nur reden. Oh, ich bin ruhig. Scheiß ruhig. Viel ruhiger als du es bist, verdammt. Okay. Verheimlichst was? Was sagst du mir nicht, hä? Ich werde dir die Wahrheit aus dem Maul reißen. Ich riss dich auf. Angst vor dem Dunkeln? Das war ein sehr einfacher Auftrag. Der Aufzug ist immer noch kaputt, seit mittlerweile 2 verfickten Wochen. Entweder reparierst du ihn oder du kannst dir einen neuen Job suchen, kapiert? Ich bin mir sicher, wir finden einen Ersatz für dich. Sogar jemanden, der kein Drogenproblem hat. Lea. F. Missionsitem hinterlegen. Geht nicht. Geht. Ich hab die Stäbe bekommen. Du hast mich sehr glücklich gemacht. Und das ist selten. Seltener als Regen in der ägyptischen Wüste, über die Moses wandelte. Aber ich schweife ab. Auftrag abgeschlossen. Geld unterwegs. Wir haben 1,5 Millionen. Ist da jemand gerade einfach nur in Unterwäsche? Nee. Aber, oh mein Gott. Willst du einen Freund finden, so erprobe zuerst deine Treue und vertraue ihm nicht allzu rasch. Du wurdest oft erprobt und hast mein Vertrauen in dich nicht enttäuscht, wie. Nicht nur das, sondern du hast auch all meine Aufträge abgeschlossen und Haywood dabei geholfen. Und deshalb hilft Haywood jetzt dir. Ich habe etwas für dich, wartet in deinem Lager auf dich. Pass auf dich auf, wie. In meinem Lager, also ist das, ja, das ist nicht so interessant. Das können wir später machen, wenn wir das andere auch erledigt haben. Warum haben wir hier noch 3 Aufträge? Dino hat doch nur noch 2. Warum haben wir jetzt hier 3? Bestimmt einer von Rogue, oder? Rogue steht aber nicht als Fixer auf meiner Karte. Das Gleichgewicht. Das ist, was Night City am Leben hält. Ohne würden wir uns nur noch an die Kehle geben. Konzerne, Gangs, alle. Und wo stehen die Fixer? Wenn eine Seite zu mächtig wird, sorgen sie dafür, dass sich das Verhältnis wieder ausgleicht. Diskret. Denk darüber nach. Das Gleichgewicht hält die Geschäfte am Laufen. Aber genug Theorie. Zeit, dass du dich ans Werk machst. Details findest du anbei. Ich schätze mal kaum, dass du einen Aktienmarkt verfolgst, den Aktienmarkt verfolgst, aber neuerdings schwächelt Militech ein bisschen. Du musst nur am Corpo Plaza entlang spazieren, dann siehst du, wie ihre Zentrale brummt wie ein Hornissennest. Ihnen jucken die Rosetten, weil sie es kaum abwarten können, eine Ausrede zu finden, um die schwer bewaffnete Kavallerie in die Stadt zu schicken. Es gibt vernünftige Leute, die dir raten, dich nicht mit Konzern anzulegen. Und es gibt Rebecca Price, die es für eine gute Idee hält, einen verdammten Laden zu eröffnen, in dem sie gehackte und zuvor gestohlene Militech-Ausrüstung verkauft.
Verstehe mich nicht falsch, ich schätze Kleinunternehmer sehr, aber ich schätze es mehr, wenn unsere Straßen nicht von einer gottverdammten Armee überflutet werden. Rebecca Price muss verschwinden. Wie du das anstellst, bleibt dir überlassen. Ich gehe nicht weiter ins Detail und ich bin mir sicher, du weißt, was zu tun ist. Sollten irgendwelche Animals dir in die Quere kommen, die sollten schließlich am besten wissen, wie wichtig die Balance in unserem kleinen anfälligen Ökosystem ist. Scheiß, hier ist älter als ich. Ist irgendwer blöd genug, sowas zu kaufen? Schnauze, Misha, hab Kundschaft. Und öffnet das und wird sofort angegriffen. Seht ihr das, was ich meine? Die sind extrem empfindlich. Hier ist ein leckerer Happen für all diejenigen, die sich für die Geheimnisse von Night City's Schattenseite interessieren. Nach monatelanger Hinterhaltetaktik und grausigen Drogen ist es mir endlich gelungen, ein Interview mit einem Mitglied der Animals Gang zu führen. Wir haben uns in einer Bar im Westen von Pacifica getroffen. Der Blick ihrer geschlitzten Pupillen erinnerte mich an die Tierdokus von damals. Ich fühlte mich wie eine Gazelle, der ein Rudel Löwen auflauert. Interviewer, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen. Hat sich Ihr Rudel, Ihre Herde nicht daran gestört? Anonymer Animal. Das ist denen scheißegal. Außerdem mache ich, was ich will, wann ich will. Wenn die ein Problem haben, können wir das gemeinsam bereden. Das Ding ist nur, ich weiß, die haben zu viel Schiss, das überhaupt zu versuchen. Leben alle Animals nach dem Prinzip, der Stärkste überlebt? Darauf kannst du deinen Arsch wetten. Wenn du nicht hart bist, bist du nichts als ein Beutel voll Blut, der darauf wartet, zerquetscht zu werden. Deshalb pumpen wir Steroide, modifizierte Pferdewachstumshormone mindestens einen halben Tag im Studio. Interview unterbricht. Moment. Haben Sie Pferd gesagt? Klar, glaubst du, Animals ist nur ein niedlicher Name? Menschen sind von Natur aus schwach, aber Nilpferde? Die können ein ganzes Krokodil verschlingen. Kannst du das etwa? Oder Tiger? 10 cm lange Eckzähne und 700 Pfund reinste Pracht. Genauso sind wir auch, die Alpha-Tiere von Night City. Könige und Königinnen, die über Leben und Tod bestimmen. Das klingt richtig poetisch. Sag das doch mal. Und ich setze dir einen Unterkiefer als Hut auf. Deinen Unterkiefer als Hut auf. Ja, okay. Ist es wahr, dass Sie die Benutzung von Kybernetik ablehnen? Ja und nein, Co-Prozessoren können gehackt werden, deshalb halten wir uns von denen fern. Aber wir haben nichts gegen einziehbare Klingen, Metallkrallen, Titankiefer oder Techleder mit Leopardenmuster einzuwenden. Faszinierend. Nun, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Ich danke Ihnen nochmals für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben. Gibt es noch etwas, das Sie unseren Lesern mitteilen möchten? Leg dich nicht mit den Animals an, Night City. Wir reißen dich in Stücke, kauen ein bisschen auf dir herum und spucken dann deinen Knochen wieder aus. Ich kämpfe gerne, frag dich nur, wie viel du anstecken kannst. Ich habe einen dicken Schädel und harte Fäuste. Wenn du das sagst, muss es ja stimmen. Chum, du meintest, du hättest niemanden, mit dem du kämpfen kannst. Jetzt hast du jemanden. Was soll die Diskussion also? Du weißt, was passiert, wenn du verlierst, Chum. Ist mir egal, weil ich nicht verliere. Okay, meine Leute melden sich bei dir. Kannst kaum erwarten. Mein Problem ist halt, ich wollte nur dieses Ding kurz öffnen und dann wollte ich meinen Sandevistan nutzen und wurde sofort angegriffen. Das ist halt das Problem, was Stealth angeht. Ich mach nur mein Ding. Du machst dein Ding? Yep. Und was ist dein Ding? Zugedröhnt hinter der Mülltonne umkippen? Ich sehe dich auf den scheiß Sicherheitskameras. Was? Nein. Du sollst Schmiere stehen, damit uns niemand fickt. Aber ich brauche nur kurz. Auf was bist du, Wichser? Das hilft beim Konzentrieren. Soll ich deinen dreckigen Junkie-Arsch versohlen? Vielleicht hilft dir das beim Konzentrieren. Sag's niemandem, okay? Fuck, tut mir leid. Charlie, bitte. Bezahl mich und reiß dich zusammen. Ja, natürlich, was du willst. Wenn was schief geht und ihr eure Ärsche retten müsst, dann sind hinten im Laden Treppen, die raus zu den Mülltonnen führen. Können eure Schädelschwämme diese Information speichern? Ich wiederhole, wenn Scheiße passiert, Hinterausgang vom Laden. Treppen, Mülleimer, simpel, oder? Gleichgewicht, Opfer. Job erledigt.
So. Ich würde echt gerne wieder mehr Sachen Stealth machen. Aber gut, das Spiel möchte das nicht zulassen. Weil ich ein Ding geöffnet habe, um mich vorzubereiten. Wäre ich drüber gesprungen, wäre es, glaube ich, kein Problem gewesen. Nein, aber dadurch, dass ich es geöffnet habe, wurde ich sofort erkannt. Das stört halt so ein bisschen für dich. Jo, weh. Du musst ein paar Aufnahmen besorgen. Heikles Zeug. Der Kunde ist ziemlich großzügig. Was sagst du? Infos anbei. Lass mich nicht betteln. Vielleicht kriege ich das ja hin, weil ich soll es ja auch optional schaffen, unbemerkt. Also, da wäre die Stadträtin Eva Cole. Cole. Tagsüber ist sie eine wandelnde Albtraum für gierige Konzerne. Sie weist auf Missstände hin, findet lästige Zeugen, verteilt Strafen und Gebühren und so weiter. Und nachts rammelt sie, wie ein Karnickel, mit so ziemlich jedem, der sich auf das Deck ihrer Yacht in der Marina verirrt. Ich will ihr erstaunt tun, bin ich aber nicht. Den ganzen Stress muss man ja schließlich irgendwie abbauen, oder nicht? Naja, auf jeden Fall will einer der Konzerne, dem sie Probleme gemacht hat, Aufnahmen von diesen wilden, dreckigen Fickversammlungen. Er denkt sich, dass eine private Filmvorführung für die Stadträtin sie davon überzeugen würde, eine etwas positivere Einstellung gegenüber Konzernen an den Tag zu legen. Ich schicke dir den Namen der Yacht und die Koordinaten und du besorgst die Aufnahmen. Ach ja, und an deiner Stelle würde ich mich nicht auf die versifften Möbel setzen. Eine Sache noch, du bekommst mehr Eddies für den Auftrag, wenn du ihn leise erledigst. Jetzt sagen, wir müssen da vorne auf die Yacht, oder? Das Schiff müssen wir. Oder nicht? Scheinbar müssen wir jetzt in den Sicherheitsraum der Docks. Natürlich. Vielen Dank, Slicht27, für dein Abo im zweiten Monat. Hallo. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, da meine letzte Beschwerde zu keiner Lösung des Problems geführt hat, obliegt es mir leider, Sie erneut auf das inakzeptable Verhalten von Bartolomeo Modellini, dem Besitzer der Yacht Geisha, hinzuweisen. Herr Modellini hat seine Yacht in einem Club mit zwielichtigen Ruf verwandelt, wodurch er mindestens zwei Regeln der Marina bricht. Artikel 8 Lärmschutz, Artikel 11 wirtschaftliche Aktivitäten auf dem Gelände der Marina. Es handelt sich bei ihm um einen äußerst störenden Nachbarn. Der Krach hält einen vom Schlafen ab und die ständigen Besucher auf dem Gelände der Marina stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Als ob das nicht schlimm genug wäre, können oder wollen Herr Modellinis Gäste sich nicht wie normale Menschen benehmen. Jeden Morgen sind die Docks mit zerbrochenem Glas und benutzten Kondomen übersät. Ich verlange einen sofortigen und bestimmten Durchgriff der Marinaverwaltung. Andernfalls bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Yacht woanders anlegen zu lassen. Mit freundlichen Grüßen, Josh Carvokin. Guten Tag, wir haben erneut eine Beschwerde über die lauten Partys an Bord Ihrer Yacht der Geisha erhalten. Wir bestehen darauf, dass die Partys sofort ein Ende nehmen. Unsere Marina ist ein exklusiver Ort für Entspannung und gesittete Unterhaltung. Wir hoffen, dass wir Ihnen dies nicht noch einmal ins Gedächtnis rufen müssen. Mit freundlichen Grüßen, Macy Sharrier. Liebe Mitglieder, da wir eine neue Sicherheitsfirma engagiert haben, müssen wir die Marina für einige Zeit schließen, um neue Alarmsysteme, automatische Sicherheitsgeschütze etc. zu installieren. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeit und möchten betonen, dass dieser Wechsel voll und ganz Ihrer Sicherheit dient. Mit freundlichen Grüßen, Macy Sharrier. Ich bin von den Docks entkommen, oder?
Nice. Sehr gut. Ich wusste, du kriegst das hin. Der Kunde ist zufrieden. Die Kohleaufnahmen sind wohl sehr interessant. Danke, Lee. Auftrag erledigt. Ich wusste, dass du das nicht in den Sand setzen würdest. Kunde ist glücklich, ich auch. Soll heißen, du kriegst einen hübschen Bonus. Schau mal bei dem Übergabeort an diesen Koordinaten vorbei. Und Max-Level. Yay, Max-Level. Soweit ich weiß, ist 60 das Max-Level. Yay, wir haben das maximale Level erreicht. Weiß nicht, was wir jetzt noch holen sollen, wenn ich ehrlich bin. Einfach ein bisschen Ducken verbessern, ne? Sonst weiß ich nicht, was ich noch holen soll. Ich habe alles, was ich will. Ich bin wunschlos glücklich. So, und das letzte Auftrag. Aber das Gebiet hier auch komplett erledigt. Seht ihr mal, es geht langsam voran. Es ist nur das hier und die Aufträge, die hier in dem Gebiet. Langsam aber sicher haben wir die ganzen Aufträge und Dispatches erledigt. Hey, vergiss nicht, dass wir heute Abend schon... Warte! Ich habe Arbeit. Hohes Tier von Biotechnica. Sie versteckt sich in einem Konzernhotel. Ziemlich für Security. Ich brauche jemanden mit Eiern. Jemanden wie dich. Du stehst doch auf sowas, oder? Infos anbei. Geht um eine Frau namens Joanne Koch. Ah, da ist Joanne Koch. Regionaldirektorin für Tech und Entwicklung oder irgendwie sowas bei Biotechnica. Was heißt, dass sie die ganzen aufregenden neuen Spielzeuge testet? Ihr jüngstes Testprojekt? Tja, das hat über 70 Menschen das Leben gekostet. Mitglieder eines Clans namens Red Orchard oder Red Orca oder so. Koch hat versucht, die Familie mit ein paar Annies zu trösten. Hast du das schon mal versucht? Funktioniert komischerweise nicht. Und wollte dann Gras über die Sache wachsen lassen, aber das Gras wollte nicht zurecht. Diese ganze Familien haben zusammengelegt, um jemanden anzuheuern, der Frau Koch eine hübsche Grußkarte für ihr letztes Projekt zukommen zu lassen. Du weißt schon, eine total nette, damit sie weiß, wie wichtig sie ihnen ist. Ich schicke dir die Koordinaten vom Hotel, in dem Koch sich einquartiert hat. Schicke mir eine Nachricht, sobald sich der Rauch gelichtet hat. Ich sag doch, ich hab den Koffer durchsucht. Es ist nicht da. Weißt du, hallo, wie kann ich helfen? Ich habe einen Termin mit Koch. Hi, ich habe einen Termin mit Mrs. Koch. Gut, lassen Sie mich nachsehen. Nein, ich fürchte, da muss ein Missverständnis vorliegen. Was? Ach, wirklich? Ich hätte gern ein Zimmer für heute Nacht. Einzelbett reicht. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Wir sind ein Konzernhotel. Nur für Biotechnica-Mitarbeiter. Wie schade. Schönes Haus. Was ist denn, wenn ich jetzt eine Waffe mit Schalldämpfer mir nehme? Wenn ich jetzt hier eine Waffe nehme und die dann modifiziere mit einem Schalldämpfer. Habe ich überhaupt einen Schalldämpfer? Habe ich nicht mehr. Okay. Schade. Habe schon alles zerlegt. Aber vielleicht habe ich noch irgendwo eine Waffe mit Schalldämpfer drauf. Wer weiß.
Das Problem ist halt, wir kriegen nie im Leben kriegen wir die Kamera deaktiviert, bevor die mich erkennt. Aber vielleicht klappt es doch. Jetzt können wir die Kameras ja deaktivieren. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Klimaanlage in meinem Zimmer kaputt ist. Es ist sehr stickig hier drin und außerdem riecht es seltsam. Bitte kümmern Sie sich so schnell wie möglich um dieses Problem, sonst muss ich mich beim Management beschweren. Oben. Wie hat er mich erkannt? Wollen Sie hier aus der Stadt heraus sein Leben auf endlosen Straßen führen? Hat Ihnen Ihr Sprössling je gesagt, dass er oder Sie von einem Leben als Nomadenabenteuer träumt? Machen Sie sich nichts vor. Die Romantisierung der sogenannten mutigen Highway-Piraten ist so verbreitet, wie sie schädlich ist. Diese Landstreicher sind nicht halb so mysteriös und nobel, wie sie denken. Genau genommen unterscheiden sie sich kaum von Verbrecherorganisationen, wobei man hier kaum von einer Organisation reden kann. Diese umherstreifenden Banden sind nichts als zusammengewürfelte chaotische Truppen aus schießwütigen Anarchisten, die außerhalb jeglicher Zivilisation hausen. Zumeist Abkömmlinge der inzwischen weitgehend ausgestorbenen Agrargesellschaft Kaliforniens und darüber hinaus lehnen diese Außenseiter sämtliche Vorzüge der Moderne ab und beschreiten lieber den Pfad der blutigen Revolte. Sie schrauben an rostigen Trucks herum, hausen in Wohnwagen und verweigern sich menschlichen Grundbedürfnissen wie fließendes Wasser und SBEMs. All dieses Elend ist selbst auferlegt. Ist das nicht genug Beweis für ihren Wahnsinn? Natürlich schaffen sie es immer wieder, gerade so viel zusammenzukratzen, dass sie überleben können. Sie fragen sich, wie das sein kann, ganz ohne Fabriken, Hotels, Restaurants und Bars, indem sie die Versorgungskonvois angreifen, die uns Waffen und Nahrung für unsere Geschäfte und Tische bringen. Und das wäre das nicht schlimm genug, schmuggeln sie psychoaktive Drogen über unsere Grenzen, sogar bekannte Mörder und Vergewaltiger. Es ist wahr. Außerdem ist es kein Geheimnis, dass sie zudem Mordaufträge annehmen, Aufträge von der blutigsten und brutalsten Sorte, die niemand sonst haben will. Sie mögen glauben, dass diese selbsterklärten Rebellen, diese Kämpfer für eine gute Sache, wenigstens untereinander geeint sind. Doch so ist es nicht. Diese verstreuten Vagabunden sind in Dutzende, wenn nicht hunderte kleinere Untergruppen zersplittert, die einander ständig an die Kehle gehen. Heute schließen sie sich zusammen, um einen Textiltransport zu überfallen, und schon morgen ermorden sie sich gegenseitig kaltblütig im Schlaf. Selbst ihre Kinder sind Teil des Blutbads. Während unsere kleinen Spielzeuge zum Geburtstag bekommen, erhält ihre bedauernswerte Nachwuchs Gewehre und rostige Klingen. Doch geben sie nicht den Kindern die Schuld, sondern den Eltern, die ihnen eine glückliche und erfüllende Zukunft verbauen. Wofür? Die Illusion von Freiheit, vernebelt von einem Schleier aus Hass und Neid. Jedes einzelne dieser Kinder hat das Zeug zum Techniker, Netwatch-Agenten oder CEO. Stattdessen sterben sie alleine in der Wüste, begraben unter Sand. Alles für ein paar Ennies oder ein Tütchen Drogen. Und ist ihr Bild von den Bad-Dams immer noch so romantisch? Nein, das dachte ich mir. Ich würde gerne gucken, ob es hier noch einen Computer gibt. Ich möchte noch ein bisschen was lesen zu der Person. Der erste Nomadenkodex. Schütze und respektiere deinen Clan, insbesondere deine Familie. Du zählst nur so viel wie dein Wort. Teile mit deinen Clanschwestern und Brüdern. Respektiere die Privatsphäre und das Wohl deines Clans. Bringe deinen Clan niemals in Gefahr. Nehme immer ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Der neue Nomadenkodex. Schütze deine Familie und deinen Clan in dieser Reihenfolge. Bestehe niemanden in deinem Clan, behalte nichts für dich, das anderen in deinem Clan helfen könnte. Es ist schwer, sich eine weniger wanderlustige Gruppe vorzustellen als Bauern, aber genau sie waren es, die das Zeitalter der Nomaden einläuteten. Titten. Naturkatastrophen, Ernteausfälle durch Bioplagen, bewaffnete Konflikte und die Verhöhnung des
Verhängung des Kriegsrechts, das Konzern ermöglichte, zu spekulieren und Land zu privatisieren. All diese Faktoren zwangen diese Menschen zu einem Leben auf der Straße. Die ersten nomadischen Clans waren die Aldecaldos und die Yodes, gefolgt von Snake Nation, Taylor's Nation, Folk Nation, Blood Nation und Metacorp, also insgesamt 7 Nations. Die nomadischen Nations sind in Stämme aufgeteilt, die sich noch weiter in Clans und Familien aufspalten. Eine Familie besteht meist aus 10 bis 100 Leuten, während die größten Nations bis zu 1 Million Mitglieder haben. Anfangs wurden die Nomaden als Anarchisten und Umstürzler betrachtet. Dahinter standen natürlich vor allem Konzerne, die bald merkten, dass sie diese Leute nicht unter Kontrolle hatten. Die große Ironie dahinter ist, dass wir den Wiederaufbau unserer Städte nach den Kriegen und Katastrophen des 21. Jahrhunderts allein den Nomaden zu verdanken haben. Denn die Familien treffen sich nicht, um Dinge zu zerstören, sondern um sie aufzubauen. Nightingale, noch nicht final. Liebe Kollegen, Dr. Isaacson hat die Autopsie an den verstorbenen Nomaden durchgeführt. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Todesursache bei den Testobjekten eine elektromagnetische Hyperstimulation war. Darüber hinaus hat Dr. Isaacson weitere Abnormalitäten, wie etwa drastisch neuralgisches Wachstum, festgestellt. Es versteht sich von selbst, dass Informationen über solcherlei Nebenwirkungen in Hinsicht auf die Zukunft des... Nebenwirkungen hinsichtlich auf die Zukunft des Nightingale-Projekts unter keinerlei Umständen die Firma verlassen dürfen. Lassen Sie mich zu dieser Gelegenheit noch einmal daran erinnern, dass Sie alle eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet haben. Sie wissen hoffentlich noch, welche Maßnahmen Sie im Fall eines Vertragsbruchs erwarten. Joanne Koch. Dateien, eine leere Datei. Vielleicht kann man das mit dem Hack oder so. Bitte sagen Sie der Security, dass ich beschäftigt bin und nicht gestört werden möchte. Ich werde nicht von dem Wochenende auschecken. Mahlzeiten sollen bitte zu den in meiner Reservierung angegebenen Uhrzeiten an der Tür hinterlassen werden. Vielen Dank, Jay Koch. Ich versuche mal hier rauszugehen. Warum kann man hier nach oben gehen, frage ich mich. Wir kommen ja nie nach unten. War einfach mal geplant, dass man fliegende Fahrzeuge hat, mit dem man hier entkommen kann? Ich habe keine Ahnung, weil das hier oben ergibt gar keinen Sinn. Überhaupt nicht. Was will ich hier oben? Ich komme vielleicht die Aussicht genießen, aber ich komme hier niemals runter. Also, den Fall überlebe ich nicht. Also, vielleicht kann man auf die Straße hier drüben. Vielleicht kann man den Fall überleben. Nee. Never ever. Das ist viel zu tief. Einen Aufzug gibt es ja auch nicht, wo man dann alternativ runterfahren kann. Naja. Wir dürften alles gelesen und so haben. Dürfte alles kein Problem sein. In der Lobby werden uns jetzt auch alle angreifen, nehme ich an, aber wir können ja einfach schnell raussprinten.
ohne Probleme. Einfach Sprint, Sprint, Sprint und weg sind wir. Sande Vistan reinhauen. Das heißt, die letzte Mission von Dino. Heilige Scheiße, wie? Das Stadtzentrum gehört dir. Du hast so viele Aufträge für mich gemacht, dass ich keinen mehr habe. Scheiße, du bist eine verdammte Legende. Alle, die wissen, was gut ist, sollten bei dir Schlange stehen und dir einen Drink nach dem anderen ausgeben. Blöd nur, dass NC voller Flachpfeifen ist. Aber wenigstens ich kann dir meinen Respekt erweisen. Ich hab da nämlich was für dich, Kumpel. Du wirst diese kleine Schönheit lieben. Hol sie dir in deiner Garage, wann immer du willst. Okay, dann gehen wir jetzt mal kurz nach Hause. Hol die beiden Belohnungen ab. Schönes Auto. Das haben wir, glaube ich, schon in zwei anderen Ausführungen, aber okay. Verseucht sind. Polizeiexperten haben mittlerweile. Bam, bam, bam. Gerade eben hat uns folgende Eilmeldung erreicht: Ein Kantau AV ist vor den Toren Night Cities abgestürzt. Die Schubdüsen des AVs wurden durch eine unerwartete EMP-Entladung der APU-Kontaktwerk in Santo Domingo ausgingen. Eine versuchte Notlandung des Piloten war leider nicht erfolgreich. Die Überlebenden des Absturzes sahen sich einer Bande normal. Und wir müssen natürlich noch... An, ist es wieder die Waffe ganz hier unten, ne? Die hier. Die jetzt auflevelt automatisch. Welche auch immer das war, keine Ahnung. Nee. Die war es scheinbar nicht.
Ah, scheinbar haben wir jetzt sie bekommen. Okay. Gut, meine lieben Leute, das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann. Haltet die Ohren steif und immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!